Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, in dem heutigen Gleichnis werden wir eingeladen, noch tiefer zu gehen in das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist, wie gesagt, jetzt und nicht irgendwann. Und es geht um die Hochzeit des Sohnes des Königs. Der König bereitet die Hochzeit vor. Viele sind eingeladen, viele haben Entschuldigungen und werden nicht kommen. Und manche, von denen man nicht gedacht hat, dass sie eingeladen sind, sind eingeladen und sie kommen. Und wir dürfen dazu gehören. Der König kommt in den Saal und schaut sich seine Gäste an und entdeckt einen, der kein Hochzeitskleid angezogen hat, der sich nicht mitfreuen will. Na, was ist denn jetzt dieses Hochzeitskleid, das wir tragen dürfen? Liebe Brüder und Schwestern, dieses Hochzeitskleid beschreibt Paulus sehr knapp in seinen Taufkatechesen, zum Beispiel in Galater 3, Vers 27. Da sagt er: Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Gewand ist nicht nur symbolisch zu verstehen. Es ist kein Symbol. Wir haben Christus wirklich als Gewand angelegt, unsichtbar. Denn die wahre Hochzeit, die wahre Braut von Jesus, des Sohnes Gottes, das bist du, das bin ich, das sind wir, die Kirche. Und wir legen dieses Gewand an seit der Taufe. Und immer wieder bei der Heiligen Kommunion, in der Beichte, wird dieses Gewand dann wieder gereinigt. Jesus ist das Gewand und wir sind mit ihm geistlich, aber auch physisch verheiratet. Das ist die wahre Freude des Königreiches. Können wir dann traurig einhergehen und sagen, ja, das kenne ich schon. Ja, ich habe keine Lust zu kommen oder ich habe keine Lust, jetzt dein Feiertagskleid anzulegen. Wenn Gott der Vater uns anschaut, dann sieht er nicht nur uns, dann sieht er in uns seinen Sohn und er sieht, wie wir mit Jesus immer mehr eins werden und mit ihm vereinigt sind. Liebe Brüder und Schwestern, noch einmal, das ist kein Symbolismus, das ist die Wahrheit unseres christlichen Glaubens. Möge diese Hochzeitsfreude in unserem Herzen wachsen, mögen wir nie müde werden, uns daran zu erfreuen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.